ich will damit anfangen, dass das jetzt nicht meiner Liebe zu diesem Land geschuldet ist, sondern Tunesien ist in vielerlei Hinsicht ein wirklich besonderes Land. Tunesien hatte im Gegensatz zu den anderen Machenländern schon vor der Kolonisation seine territoriale Einheit erreicht. Und Tunesien hatte schon vor der Kolonisation, 20 Jahre vorher, durch einen sehr aufgeklärten Monarchen sich eine Verfassung gegeben, die durchaus bürgerlichen Gesichtspunkten entsprach. Diese Verfassung sah vor, dass der Fürst, der Rey, kontrolliert werden sollte durch einen Notabelenrat. In dieser Verfassung wurde die Diskriminierung von Minderheiten abgeschafft. Also Juden, Christen waren rechtsgleich gegenüber den Muslimen vor Gericht. In dieser Verfassung gab es, wie gesagt, Ansätze von Gewaltenteilung, also eine hochmoderne Unternehmung, die eben ohne auswärtigen Einfluss zustande kam. Das war 1863. Dazu kam noch eine ebenfalls recht einzigartige tunesische Erfindung, nämlich die Einrichtung eines voll zweisprachigen Gymnasiums, das Collège Sadiki, wo Arabisch und Französisch unterrichtet wurde, sämtliche Fächer bilingual, eine Erfindung, die dann hinterher von der Kolonialmacht Frankreich genutzt wurde und als französisches Modell, als École Franco-Arabe, also französisch-arabische Schule in den Nahen Osten exportiert wurde. Durch diese Schule ist die gesamte tunesische Elite gegangen und Bildung war in Tunesien immer ein ungeheuer hohes Gut. Es gibt in diesem Land heute etwa 7% Analphabeten, vergleichsweise in den USA 13%. Also da steht Tunesien durchaus besonders da und die Frauenfrage, auf die werde ich nachher nochmal kommen. Jedenfalls war es kein Zufall, dass die nationalistische Bewegung in Tunesien nach der Kolonisation sich auf diese Verfassung berief. Denn mit der Kolonisation gab es plötzlich wieder Ungleichheit. Die Franzosen waren eben gleicher vor dem Recht als die Tunesier. Und das Wort Verfassung, also Dustur, war das zentrale Schlüsselwort oder die zentrale Forderung des tunesischen Nationalismus, die dann nach der Unabhängigkeit auch umgesetzt wurde. Das Land wurde Republik und so weiter, darauf will ich jetzt nicht noch genauer eingehen. Sondern ich will eingehen jetzt auf das, was nach dem, was die Tunesier eine Revolution nennen, passiert ist. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Revolution war, es war ein Tyrannensturz. Auch das ist eine gewaltige Leistung. Eine Revolution hätte geheißen, dass alles umgekrempelt wird. Das war nicht der Fall. Es gab dann unmittelbar nach der Flucht des Diktators und seiner kleptokratischen Ehefrau. Ja, die Tunesier sind auch ein recht humorvolles Volk. Es gab dann den schönen Spruch von Bin Ali Baba und den 40 Trabelsis. Die 40 Trabelsis, das war die Familie seiner Ehefrau, die tatsächlich geklaut haben wie die Raben und das Land ausgeplündert haben. Das weiß in einem so kleinen Land jeder. Ich will also da anfangen, wo nach dem 14. Januar 2011, als Ben Ali geflohen ist, Neuanfänge waren. Es gab eine Übergangsregierung, zum größten Teil noch mit dem alten Personal, deswegen sage ich, es war wohl keine Revolution. Es gab dann die freien Wahlen, die Hans Reimer von Mucius gerade erwähnt hat, die ersten freien Wahlen in Tunesien seit der Unabhängigkeit, in denen die islamistische Partei Ennahda, zu Deutsch die Wiedergeburt, mit Abstand stärkste Partei wurde und dann mit Hilfe von zwei kleineren säkularen Parteien, das eine war die eben erwähnte Itakatol, eine Regierung gebildet hat. Und hier muss man jetzt sehen, dass in dieser Regierungsbildung erstmal das passierte, was immer passiert, wer an die Regierung kommt, versucht seine Machtposition zu sichern. Die islamistische Partei hat dann ihre Leute erstmal untergebracht, Gouverneursposten, vor allem aber im Innenministerium, was ja immer der sensible Bereich einer jeden Regierung ist, wenn es um innere Sicherheit geht. Das waren Prozesse, die waren nicht unproblematisch. Und ein Punkt bei allem,
danke für deine lobenden Erwähnungen, was man hier an Schreckens- und Horrorvorstellungen über den Islam verbreitet. Eines muss man sehen, es gibt ein fundamentales Problem. Die Leute, die wie etwa in Nachdar, die Muslimbrüder und so weiter, ich nenne jetzt mal die in Anführungszeichen demokratischeren, haben, wenn man den Islam politisch versteht, entsteht dabei das Problem, dass Gott die Ordnung auf Erden geschaffen hat, dass diese Art Ordnung eben jetzt zum politischen Prinzip gemacht wird. Und da ist, wenn man das sehr streng sehen will, grundsätzlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter ist Menschenwerk. Das heißt, es ist im Grunde genommen für die einen weniger wert als die göttliche Ordnung, für die anderen, die es extremer sehen, ist es Gotteslästerung, dass der Mensch sich erfrecht, eine Ordnung aus eigener Kraft, aus eigener Gewalt, aus eigener Legitimität der göttlichen Ordnung entgegenzusetzen. Das ist ein fundamentales Problem, das da ist. Und zum Zweiten muss man, denke ich, sehen, dass die Ennahda-Partei eben auch so etwas Ähnliches war wie eine Front, also ein Zusammenschluss unterschiedlicher Kräfte, wo es in der Tat demokratische Kräfte gegeben hat oder geben mag, aber eben auch ganz andere Kräfte. Lange, lange Zeit hat die Regierung die Umtriebe von gewalttätigen politischen Islamisten geduldet. Es gab eine Bewegung, die sich als Partei anerkennen lassen wollte, was dann nicht geschehen ist, Ansar Sharia, die ist Ihnen vielleicht inzwischen schon irgendwo begegnet. Das ist eine der Terrormilizen in Libyen, die sich jetzt dem Islamischen Staat angeschlossen haben soll, was immer das bedeuten mag. Das sind dann auch Etiketten. Was heißt das? Ich schließe mich einer Bewegung an, die ein paar tausend Kilometer weiter weg sind. Es gab diese sehr radikalen Gruppierungen und es gab dann während der Zeit der Regierung von Ennahda auch die Versuche, parallele Sicherheitsapparate aufzubauen, die sogenannten Ligen zum Schutz der Revolution, die dann Kunstveranstaltungen sprengten, die Gewerkschaften zusammengeschlagen haben, die Gewerkschaftshäuser angezündet haben und so weiter und so weiter. Und es kann eben nicht ausgeschlossen werden, dass es innerhalb dieser Partei auch Gruppierungen gab, die durchaus Verbindungen zu terroristischen Netzwerken hatten, Bewegungen, die beispielsweise sich dann dadurch artikulierten, dass zwei führende linke Politiker, Shukr Belaid und Mohammed Brahmi, beim Verlassen ihres Hauses erschossen wurden mit derselben Waffe. Vor dem zweiten Mord hatte der örtliche Präsident der CIA in Tunis den Innenminister gewarnt und gesagt, hier wird auf diesen Menschen ein Anschlag vorbereitet. Das Innenministerium hat diese Warnung nicht mal zur Kenntnis genommen. Wobei man dann sagen kann, ist da nicht auch eine Mitschuld, dass diese Morde passiert sind, dass diese Morde passieren konnten. Alles das, denke ich, sind Dinge, die man schon mit in Erinnerung haben muss, wenn man davon spricht, was heute in Tunesien an Terrorismus passiert. Also hier gab es sicherlich Grauzonen, die nicht genau überprüfbar sind. Das Ganze hat natürlich eine ganz, ganz andere Dynamik bekommen mit dem, was in Libyen passiert ist, wo die Westmächte, allen voran Frankreich, aber schließlich auch die NATO, mit oder erheblich dazu beigetragen haben, einen existierenden Staat zu zerstören und wo wir heute Chaos haben, wo wir heute keinerlei Zentralgewalt mehr haben, wo sich die unterschiedlichsten Milizen gegenseitig bekämpfen, wo auch nicht mehr klar zu trennen ist, wo die sind. Das alles fügt sich auch in die ökonomische Entwicklung Tunesiens, auf die ich noch eingehen will, was in der Summe dann heißt, dass ein Land, das mit ganz großen Hoffnungen und auch sehr guten Voraussetzungen gestartet ist, heute vor gewaltigen Problemen steht. Nachtragen wollte ich noch, das hatte ich versprochen, die Rolle der Frau in Tunesien. Der erste
Staatspräsident des unabhängigen Tunesien, ein sehr, sehr autoritärer Mensch, Hamid Bourguiba, hat aber so etwas wie eine Entwicklungsdiktatur nach, man kann schon sagen, französischem Vorbild eingeführt und in Tunesien Rechte verfassungsmäßig festlegen lassen, die für die damalige Zeit ungeheuerlich waren. Also in der Verfassung von 1959 ist die absolute Gleichberechtigung der Frauen festgeschrieben. 1961 wurde ein Abtreibungsgesetz verabschiedet, in dem zufolge eine Frau ohne Begleitung, Einwilligung von Ehemann, Vater, Bruder, was auch immer, in der Familie an männlichen Personen vorhanden sein sollte, in die Klinik gehen kann und sagen, ich möchte abtreiben, dann wird das gemacht und die Rechnung dafür übernimmt die Krankenkasse. Das sind Dinge, die passierten in einem Land, in dessen Verfassung damals wie heute Artikel 1 heißt, der Islam ist die Religion Tunesiens, in einer Zeit, wo bei uns eine Frau, wenn sie arbeiten gehen wollte oder ein Bankkonto eröffnen wollte, noch die Erlaubnis des Ehemanns vorzeigen musste. Also man muss das alles ein bisschen relativieren, wenn wir immer sagen, wir sind der Fortschritt und da unten ist Finsternis. Das hat auch dazu geführt, dass wir in Tunesien wie in keinem anderen Land eine militante, selbstbewusste Frauenbewegung haben, dass die Frauen in sämtlichen Berufen, akademische Berufe oder sonst wo präsent sind. Die derzeitige Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes ist eine Frau. Also all das passt nicht in unsere Klischees, die wir uns immer machen. Und insofern ist tatsächlich Tunesien in vieler Hinsicht eine Besonderheit in der arabischen Welt. So, zurück zur Ökonomie. Tunesien ist ein Land, das was für seine Entwicklung gesetzt hat auf die geografischen Besonderheiten. Man hat also Hotels gebaut an der Küste entlang, hat das für Devisenbringer gehalten. Man hat ja auch gemeint, dass Luft, Sonne, Strand umsonst sind. Das ist ja da, das kostet ja nichts. Von den Folgekosten kann man inzwischen durchaus reden und die sind gewaltig, was eben vor allen Dingen die ökologischen Konsequenzen angeht. Und dieser Tourismus ist zum einen eine sehr, sehr einseitige Entwicklung gewesen, weil man sich damit ja auch abhängig macht vom Ausland. Ist hier Wirtschaftskrise, dann haben die Leute kein Geld mehr dahin zu fahren. Man konkurrenziert mit vielen anderen gleichartigen Ländern, Marokko, Ägypten beispielsweise in der Region. Das sind Dinge, wo es in Tunesien dazu geführt hat, dass man zunehmend auf Billigtourismus gesetzt hat. Das heißt, die Margen, die damit verdient werden, werden auch immer enger. Die touristische Infrastruktur ist miserabel. Zu Ben Alis Zeiten war die Angst vor Anschlägen und Ähnlichem auch immer da. Das heißt, die Touristen waren mehr oder weniger in den Hotels kaserniert. Es gab also nicht das, was man so sagt, Völkerverständigung und sowas, sondern da waren immer Polizeikontrollen. Das war also alles nicht so einfach. Das ist der eine Zweig der tunesischen Entwicklung und der andere Zweig ist, und hier kommt unrühmlicherweise die Europäische Union ins Spiel, der andere Zweig ist, dass Tunesien in bestimmten Wirtschaftsbereichen eine verlängerte Werkbank der Europäischen Union oder der Länder der Europäischen Union ist. Da gibt es vor allem zwei Sektoren, wo Tunesien als Billiglohnland für intensive Produktionsphasen genutzt wird. Das eine ist der Textilsektor und das andere ist die Zulieferindustrie für die Automobilproduktion, insbesondere im elektrotechnischen Bereich. Nahezu alle Kabelbäume, die wir in unseren Autos haben, kommen aus Tunesien. Ich habe selber solche Fabriken besucht. Das erste, was mir auffiel, der Anteil der Beschäftigten sind zu über 90% Frauen. Weil trotz aller rechtlichen Regelungen eben auch in Tunesien Frauenlöhne billiger sind als Männer. Das zweite ist, dass die Löhne bei etwa gut 200 Euro liegen in einem Land, wo die Lebenshaltungskosten nur geringfügig niedriger sind als bei uns. Dann von 200 Euro eine Familie ernähren zu müssen, eine Wohnung zu bezahlen, Kindern Ausbildung zu geben, das ist eigentlich kaum möglich. Und genau in dieser Situation, in diesen Zusammenhängen begründete sich eigentlich auch die tunesische Revolution jenseits der Diktatur, jenseits der kleptokratischen Herrschaft. Der zentrale Slogan der
Revolution oder der Revolte war Würde. Wir wollen Würde. Und zu Würde gehört eben nicht nur, was hier dann in den Medien gehandelt wird, Menschenrechte und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, sondern zu Würde gehört auch ein menschenwürdiges Leben, ein Dach über dem Kopf, ein Haus, in dem man wohnen kann, ein Einkommen, das es ermöglicht, den Kindern einen bestimmten Bildungsstandard zu vermitteln. Das sind eigentlich die harten materiellen Kerne dessen, was man Würde nennt. Und noch ein kleiner Seitenhieb auf die Europäische Union. Die Europäische Union hat mit Hilfe der Regime dort, Tunesien ist an vorderster Front, eine Freihandelszone im Mittelmeer eingerichtet. Freihandelszone heißt, alles kann frei gehandelt werden, das können wir ja alles, brauchen wir nicht mehr lange drüber reden. Das heißt für die Staaten aber auch, dass Zolleinnahmen wegfallen. Und Zolleinnahmen waren ein ganz entscheidender Punkt, um Infrastruktur, Straßen, Schulen, Krankenhäuser und so weiter zu bauen. Das ist weg. Und wie lügnerisch die Europäische Union mit ihren Freihandelsprinzipien umgeht, das sieht man, wenn man schaut, wie sieht das denn genau aus. Da gibt es Freihandel, Tunesien muss alles reinlassen, Marokko ähnlich oder Jordanien, ohne Zoll. Aber wenn sie ihre Produkte in die EU exportieren wollen, dann gibt es Quoten, nur so viel Olivenöl, es gibt den EU-Kalender, dass bestimmte Produkte, insbesondere Zitrusfrüchte, nur in den Jahreszeiten nach Europa exportiert werden dürfen, wo gerade die EU-Südstaaten, Spanien, Italien und so weiter, nicht produzieren und nicht liefern. Also es ist von vorne bis hinten unehrlich, was da gemacht wird. Und es sorgt dafür, dass die ökonomische Abhängigkeit von Europa immer schärfer wird. Ich will mich da jetzt nicht verbreiten, können wir in der Diskussion drauf eingehen. Und das zweite zentrale Problem, das Tunesien hat, ist die regional sehr ungleichgewichtige Entwicklung. Man hat also die entwickelte Küste und man hat ein unterentwickeltes, verarmtes Hinterland, insbesondere in der Region, in der Grenzregion zu Algerien, aber vor allem dann auch im Süden, wo nicht sehr viel produziert werden kann. Und mittlerweile hat sich auch über die Veränderungen in Libyen eine Schatten- und Schmuggelwirtschaft entwickelt, von der der ganze Süden inzwischen lebt. Da wird nicht nur Benzin verhökert, sondern da wird auch, übrigens hier zum Ärger der EU, dass es das noch gibt, werden subventionierte Lebensmittel nach Libyen geliefert. Zeitweise gab es nicht mal mehr Trinkwasser in Flaschen, weil alles nach Libyen verschoben wird. Und das Land mit seinen 11,5 Millionen Einwohnern hat etwa 1,5 bis 2 Millionen, genau weiß man das nicht, libysche Flüchtlinge aufgenommen. Die Leute sind dahin gereist und das Problem mit diesen libyschen Flüchtlingen ist, dass das in der Regel keine armen Leute sind, sondern sie haben relativ viel Geld. Der Immobilienmarkt in Tunesien ist für Tunesier inzwischen fast unerschwinglich geworden, weil die Libyer besser bezahlen können. Also all das sind Dinge, die sind problematisch. Das ganze Benzin beispielsweise, was geschmuggelt wird, wird offen an den Straßen verkauft. Der Staat hat kaum mehr eine Kontrolle darüber und kann das auch nicht, weil der Süden inzwischen nur noch von diesem Schwarzmarkt und den damit verbundenen mafiösen Geschäften lebt. Also ein Riesenproblem. Es gibt dann ferner schon seit Jahren ein Terrorismusproblem in der Gebirgsregion an der Grenze zu Algerien, wo Terroristen sich in den Bergen eingenistet haben und offensichtlich dort auch nicht mehr vertrieben werden können. Das alles zusammen mit der wirtschaftlichen Situation ist natürlich ein ganz großes und zentrales Problem. Trotzdem muss man sagen, und das möchte ich hier einfach zum Schluss noch erwähnen, die Nachta-Partei hat dann wirtschaftlich, sozial, vor allem auch politisch abgewirtschaftet. Sie hatte als Hauptgegner den tunesischen Gewerkschaftsbund, Union Générale des Travailleurs Tunisiens. Man muss sich überlegen, ein Land mit 11,5 Millionen Einwohnern hat einen Gewerkschaftsbund, der übrigens fast 100 Jahre alt ist, in dem 750.000 Mitglieder organisiert sind. Da würde sich der DGB die Finger nachlecken, wenn das hierzulande so wäre. Und angesichts der Defizite, der Unfähigkeit der Nachta-Regierung, haben sich dann der Gewerkschaftsbund,
der Arbeitgeberverband, die Menschenrechtsliga und die Vereinigung der Anwälte zusammengeschlossen im sogenannten nationalen Dialog und haben gesagt, ihr Leute, ihr müsst jetzt gehen. Tretet zurück von der Regierung, sonst legen wir das Land lahm. Und dann ist die Nacht da gegangen. Und das war genau in dem Zeitpunkt, als in Ägypten Sisi die Muslimbrüder weggeputscht hat. Aber immerhin, auch das war eine Art friedlicher Wandel. Und das war ein Wandel, der basiert auf den Ressourcen, auf den auch intellektuellen Ressourcen, die Tunesien wie kein anderes Land hat. So, und weil wir von Maghreb reden wollten, noch schnell zwei Bemerkungen. Zu Nachbarländern. Zu Nachbarländern. Ägypten gehört nicht zu Maghreb, kann ich weglassen. Libyen wäre eine mindestens eintägige Studie wert, lasse ich auch mal weg. Ich habe es jetzt nur aus der Perspektive Tunesien beobachtet. Algerien ist ein reiner Rentenstaat. Mit Rente meinen wir Politologen oder auch Ökonomen, ein Staat, der sich alimentiert aus dem Export seiner Rohstoffe und dafür alles einkaufen kann, was dazu führt, dass es keine Spur autonomer, eigenständiger wirtschaftlicher Entwicklung gibt. Zwei Zahlen: 98% der algerischen Staatseinnahmen stammen aus dem Kohlenwasserstoffexport, 97% der Grundnahrungsmittel und der langlebigen Konsumgüter werden importiert. Es gibt keine Wirtschaft und im Augenblick, Sie kennen die Geschichte mit dem Ölpreisverfall, ist Algerien eines der Länder, das ungeheuer schwer davon betroffen ist. In Algerien gab es auch im Anschluss an Tunesien eine Protest- und Bürgerbewegung. Das herrschende Militärregime hat das so gut organisiert, dass ganz Alger abgeschottet war. 30.000 Soldaten und Polizisten waren im Einsatz. Es fuhren keine Züge und keine Busse mehr nach Alger rein. Und in konzentrischen Kreisen wurden die Polizeisperren aufgebaut, sodass auf dem zentralen Platz, wo eine Kundgebung stattfinden sollte, gerade mal 200 Personen gelangen konnten, die dann auch noch übelst zusammengeknüppelt wurden. Das heißt aber nicht, dass in dem Land Ruhe und Frieden herrscht. Im Anschluss an das, was in Tunesien passiert, haben sich über 100 Leute in Algerien selbst verbrannt, als ob eine Selbstverbrennung schon die Initialzündung zu einer Revolution wäre. So einfach ist das nicht. Wir haben in Algerien seit Jahren täglich irgendwo Aufstände, Plünderungen, wo die Leute sich gegen das System wehren, aber das System ist nicht nur militärisch und polizeilich so gut organisiert, dass sich nichts bewegt. Es hat es auch verstanden, dass es eigentlich trotz dem Schaufenster vorhanden keine politischen Parteien geben, keine Bewegungen, die das Land strukturieren könnten. Das alles hat man mit der Vernichtung der Islamisten, die vor 25 Jahren mal dort die Wahlen gewonnen haben, alles lahmgelegt und vernichtet. Und was nun passiert, wo die Rente eben nicht mehr ausreicht aufgrund des Ölpreisverfalls, um die Mindestgrundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken, das steht in den Sternen. Jedenfalls sehe ich trotz aller Repression Algerien keineswegs als stabil an. Marokko, der König, war ungeheuer clever. Es gab auch in Marokko eine massive Demokratiebewegung, die teilweise hinter vorgehaltener Hand auf den Rücktritt des Königs forderte. Der König hat sofort eine entscheidende Maßnahme ergriffen: Grundnahrungsmittel senken. Die Preise für Brot, für Öl, für Zucker wurden nach unten gedrückt. Und das Zweite, er hat eine Verfassungsreform versprochen und auch eingehalten. Es gibt in Marokko jetzt eine neue Verfassung, die besonders trickreich ist, die auf den ersten Blick tatsächlich demokratische Fortschritte enthält, nämlich erstens, der König muss zukünftig die stärkste Partei mit der Regierungsbildung beauftragen, das sind im Augenblick die marokkanischen Islamisten. Der Premierminister aus der stärksten Partei schlägt dem König die Minister zur Ernennung vor und er muss sie ernennen. Wer ist die stärkste Partei? Die Islamisten. Die muss er ernennen, bis auf zwei, die hat er sich vorbehalten, nämlich den Verteidigungsminister und den Religionsminister. Also die benennt nach wie vor der König. Also irgendwo ist der König dann jetzt konstitutioneller geworden.
von der Verfassung zu, hinter der Verfassung zurückgetreten. Wenn man sich es genau anschaut, ist es ein genialer Schachzug gewesen, denn Hinfort ist für alle Missstände nicht mehr der König persönlich, der früher für alles verantwortlich war, zuständig, sondern das sind jetzt die herrschende Partei. Die haben den Burgsverlauf. Der König ist ja im Schatten. Also das war ein genialer Schachzug. Deswegen ist Marokko nicht stabiler. Und wenn man weiß, dass der unsägliche Krieg in der Westsahara, wo Marokko diese frühere spanische Kolonie vor 40 Jahren annektiert hat, immer noch weitergeht und jährlich Milliarden kostet, dann ist natürlich das, was unser Außenminister, dein Freund Steinmeier, große Freund, ja, betont, Stabilität, Stabilität. Es ist die alte Stabilität, die sich auf Repression gründet. Es ist die alte Stabilität, die sich auf Unterdrückung gründet. Es ist die alte Stabilität, die nicht die Ursachen, nämlich das wirtschaftliche und soziale Elend angeht. Und damit, denke ich, sind wir wieder bei Tunesien, wo genau dies die zentrale Frage ist und wo man unter dem Vorwand oder mit der Absicht der Terrorismusbekämpfung, der Eindämmung von Flüchtlingsströmen nun den Polizeiapparat stärkt, den Repressionsapparat stärkt, wo offensichtlich die USA dabei sind, in diesem Raum Militärbasen einzurichten, unter dem Vorwand, man müsse den Terror in Libyen bekämpfen. Man könnte all dies besser bekämpfen, wenn man an die Ursachen ginge. Und die Ursachen sind nicht Schleuserboote, die Flüchtlinge hierher bringen, sondern die Ursachen liegen im Krieg, der in diesen Ländern auch durch den Westen veranstaltet wird, liegen in Landgrabbing, der massenhaften Ereignung von Land in Schwarzafrika, wo die Leute dann nach Europa flüchten. Das aber sind eben Entwicklungen, die unmittelbar verbunden sind mit Kapitalinteressen, mit Aktionen an den Finanzbörsen, ein Riesenkapitel, das ich jetzt nicht auch nochmal aufmachen will. Ja, und damit bedanke ich mich für Ihre Zuhörer.